Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir Wonder Wedlock Challenge. Im letzten Part haben wir ein paar Wundertausche geführt. Mit einem Reinfall. Wir haben ein Eneko gekriegt. Ich liebe Eneko. Spaß, ich hasse Eneko. Wer mag denn schon Eneko? Niemand. Also, machen wir heute mal wieder mit der Story weiter. Vielleicht können wir ja doch noch einen Wonder Trade machen. Würde es hoffen. Wenn ich endlich einen Ersatz für das scheiß Zigzags haben will. Und ganz ehrlich, ich sollte wieder dem EP-Teile anmachen. Wir haben ja einige spannende Pokémon gekriegt auch im letzten Part. Und warum geht's nicht weiter rein? Hier ist es nicht hier? Ja, hier muss es sein. Ich habe immer noch kein Englisch gelernt. What? Die Dokumente. Okay. Das ist Captain Stern. Was haben die da für Namen? Roxanne fand ich bisher den tollsten Namen. Das ist wahrscheinlich so ein typisch englischer Name. Steve hört sich falsch an. Ja, jetzt sind die Team Aqua. Wem sollte ich nach vorne machen? Oh Mann, die Musik, das ist so ein schönes Easter Egg. Mann, die M ist Anne. Irgendwann ist die erste Gen. Ja, jeder Volldepp kann sich das leisten. Diese 50 Poké-Dollar. Aber sich jeder Vollidiot leistet. Warte, was ist das? Was auch immer das ist. Hier mal. Die MS Einal Royal, okay. Und das müsste dann die MS Anne sein, ja. Die MS Anne. Okay, dann sprechen wir mal mit dem. Ja, das ist die MS Anne. Wollte doch mit dem Kerl. Ja. Oh mein Gott, das ist die Aqua, oh mein Gott. Gib die Dokumente her. Papadur. Ja, jemand hat mir schon wieder nice geschrieben. Ich fühle mich so cool jetzt. Geh, jetzt ist, heißt es. Ground, ein Rüppel. Nein, ich will sterben. Es ist ein Kanibania. Okay, Pudox ist vorne, aber er hat keine Kick-Attacke. Nö, hat er nicht. Er hat kein Käfer gebrummt oder so. Sprich, er kann ich nicht ins Nevada schicken, liebes Kanivania. Sprich, es ist mal wieder Zeit für One. Unser Resladero. Resladero. Gewissheit, oder? Nein, ich will nicht tauschen. Können wir nach dem Let's Play gerne machen, aber nicht jetzt. Ich weiß, dass du Rauhaut hast, du kleinen Kanibania. Okay, Level 22 für Resadero. Level 15 für Lurchi, noch ein Level. Der Ground wurde besiegt. Nice.
Das ist doch nur ein kleines Kind. Bla 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 bla. Ich kann immer noch kein Englisch. Ja, du bist der 27. beste Rüpel von Tibaqua. Schön. Du möchte gern Rüpel. Oder du möchte gern Bösewicht. Das ist ja gesagt. Ground mit. Warte, Zubat heißt im Englischen Zubat. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, wenn du jetzt die Konstitution von dem überlebst, dann. Ey, ich hätte solle das andere Zubat vom letzten. Oh mein Gott, das kann Flügelschlag. Oh mein Gott, das kann Flügelschlag. Mann, die Hälfte meines Teams ist empfindlich gegen Flug. So. Halt, Leute, kurz bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Es musste mich. Ich mach schon mal die Toxic Spike. Oh mein Gott, es killt fast jedes meiner Pokémon im Team, ey. Luchschi, komm. Wenn man jetzt einen Toten kriegt, nur durch einen einfachen Rüpel mit einem einfachen Zubat, dann raste ich natürlich aus. Ring Attack, oh komm schon, bitte nicht so viel Damage. Danke. Das war sogar ein Crit, also. Da sieht man mal wieder, was die Sumpex für eine, was die Entwicklungszeit von Hydropine für eine gute Def hat. Oh, Super Sonic, nein. So, Water Gun, Aquaknarren. Und süß, er macht Wing Attack. Ey, dieses Zubat zerstört mein Team. Ich will Luschi nicht verlieren. So, erster Trank des Let's Plays. Super Potion. Der erste Trank in diesem LP wird benutzt. Musste ja früher oder später kommen und das wird erst in Part 5 passieren, wie wir sehen. Wing Attack. Toll. Der juckt mich einen feuchten Furz, wenn dein Wing Attack. Bitte, komm, triff. Doch nicht dich selbst! Potion. Ja, geht ja schon mal toll los in diesem Part. Ein einfaches Zubat. Gerade dabei, unser Team zu vernichten. Ein Zubat. Das ist peinlich. Komm schon! Oh, Winnetick. Nein! Luschi! Nein! Nicht Luschi! Warum? Ich war kurz davor, ein Murapel zu werden. Egal, komm, Restladerus, zerstör es. Zerstör dieses Zubat! Ayuas! Restladero! Komm, Restladero für unseren Freund. Ruhe in Frieden! Ruhe in Frieden! Ruhe in Frieden, Hydropi! Scheiße, jetzt ist unser Starter schon down. Das alles nur wegen diesem scheiß Critical Hit. Nee, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, Kanivania. Hier, kriegst die Giftspitzen zu spüren. Die ich mit meinem Tentaran rauslegen konnte. Hier, feste Mairoas. Oh toll, er macht Wassersüße. Der hält sich ja für ganz schlau. Piss dich. Ich bin jetzt auf 180, liebes Kanivania. Ausgerechnet Luschi. Ausgerechnet der. Jetzt haben wir eigentlich eine Auswahl zwischen zwei Pokémon und ich glaube, ich werde Felino reintun. Weil, er den Bodentyp. Ja, wie konntest du dem 27 bisten? Du Mörder! Du Mörder! Wie konntest du so sagen? Hydropi! Hydropi war noch ein Level vor der Entwicklung, ey, leck mich am Arsch, Adrian. Geh weg. Verpiss dich. Verpiss dich, Adrian. Ich bin weiter. Halt deine Fresse. Ich will dich nicht hören. Ich will dich nicht hören. Halt die Klappe, Adrian. Nein,
Hör auf, Adrian, nein. Nein, Adrian. Mann, ey. Das ist alles nur wegen deinem 27. bester Hüpel. Wer ist denn dein bester Hüpel? Von dem, wenn schon der 27. bester und mein Team zerstört. Das ist alles nur, weil ich so eine krasse Flugschwäche habe. Und dann ist auch noch einer gestorben, der noch nicht mal die Flugschwäche hat. Irgendjemand musste ja sterben. Dann ist es ausgerechnet Theodropi. Halt die Klappe, Adrian. Oh Mann, ich würde... Falls ich Tuba den Muttertasch kriege, dann würde ich das sofort ins Team nehmen und umbringen. Hier, kriegst du deine Scope-Scheiße, Captain Stern. Oder Captain Brick auf Deutsch. Oder ist das Brick? Keine Ahnung, es gibt Brick und... Aber das macht mich so aggro. Und dann platzt da auch noch dieser Scheißhurensohn rein. Und droht mir, dass wenn ich den das nächste Mal in die Quere komme, dass der dann kämpft. Dein Rüppel ist schon schlimm. Wie schlimm willst du mich dann auch noch auseinandernehmen, Adrian? Mann, erster Toter. Dann auch noch das Pokémon, das ich am meisten mochte. Pokémon bewegen. Aber die Truppi war männlich. Nein, nicht in die Battlebox. Hier in die Ripbox. Name. Warte, so ist mein Wallpaper. Ah, hier, Shai. Das ist hier die Rest in Peace Box. Mit dem Himmelmuster. Name. Ey. Ey. Schreckt mich gerade so auf. Komm. Ich nehme die Box einfach lebendig begraben auf Englisch und zwar buried alive. Mein Pokémon wurde nämlich lebendig begraben jetzt. Ich will ja nicht sagen, dass es tot ist. Das gehört sich ja nicht, aber ich bin gerade auf 180. Ja, der Barrier der Lifebox. Hydropi, unser Starter. Gegen diese Missgeburt hat Zubat verloren, ey. Dieses Zubat war ja ganz auf 180. Schaut es etwa einen schlechten da. Toll. Was habe ich denn so für männliche Pokémon auf der Box? Hydropi war männlich, also muss ich ein männliches reinnehmen. Ja, Hydropi ist männlich, der Loschi. Ich könnte Felino reinnehmen. Ich könnte Chespin reinnehmen. Ich könnte Sterndu reinnehmen. Ich könnte Geowatz reinnehmen. Ich habe fast nur männliche Pokémon, das... Und dieses scheiß Ineko ist erstens weiblich und zweitens werde ich dich durch Zigzag ersetzen, weil Zigzag 10.000 mal besser ist als Skitty. Ey, das nehme ich rein. Entweder Felino oder Chespin. Ich glaube, ich nehme Chespin rein. Komm, Chespin. Ich bin gerade voll auf 180, ey. Und dann springt da noch dieser... Ich hab Dreckskerl rein und sag, wenn du das nicht, mal in unsere, bei uns in die Quere setzt, dann gibt's Ärger, ey. Immerhin, ich werd mein Pflanzen-Pokémon nicht so stark trainieren müssen, aber trotzdem, ey. Das regt mich gerade so auf. Ausgerechnet Hydropi. Und höchstwahrscheinlich wird dieses Video zensiert und das alles nur wegen den vielen Beleidigungen. Danach sagt mich doch eh niemand, also. Ah ne, jetzt kommt die Scheiße. Ich hab grad keinen Bock drauf.
Ich hab keinen Bock mit dieser Xenia Xeblue Scheiße. Nicht jetzt. Ja, hallo Xenia. Toll. Nein, ich will's nicht wissen. Ja, toll. Du hast einen Altarier namens Ali. Wie kreativ. Ja, toll. Ich bin gerade so frustriert. Bitte nehme ich nicht. Natürlich nehmt sie mich. Aber hey, bei dieser ganzen Scheiße gibt es wenigstens auch eine Belohnung. Höchstwahrscheinlich nur Rubin-Saphir und Smaragd, aber in dem Spiel. Und zwar dem Lucario-Niten. Ja, hier, mein Name hier, hast du ihn. So, darf ich mich jetzt bitte verpissen? Nicht im Sinne mit der Hose, sondern einfach weggehen. Ich will einfach nur weg von hier. Und das Schlimme ist auch noch, vielleicht gibt's auch. Und das Schlimme ist auch noch, ich habe noch einen Rivalenkampf. Ja, toll. Toll. Nein, das wird nicht mein Debüt sein, weil ich heute nicht damit beginnen werde, weil ich erstens keine Chance habe, zweitens mich das nicht interessiert, außer für den Lucario-Niten. Aber das ist schon eine Drecksarbeit, um den Lucario-Nit zu holen. Und zwar, man muss erstmal. Hättet euch fest, man muss erstmal. Warte. Ja, stimmt, man muss erstmal in allen Wettbewerb-Dinger im höchsten Rang heran und dann den Rivalen von Xenia besiegen. Keine Ahnung, was der für Pokémon hat. Warte, hier. Verpisst euch bitte, ich will nur weiter. Danke. Ich hoffe, wir schaffen es wenigstens bis nochmal in Ruhe. Komm, mach was du willst. Warte, ist da nicht nur gute Leben an, wo wir uns können ein gutes Pokémon holen? Plusle! Warum Plusle? Niemand mag Plusle! Ich mag Plusle nicht. Niemand mag Plusle. Niemand. Komm, Confusion hier in deine Fresse. Ich habe gerade keine Lust und Laune gegen zu kämpfen und ey, macht das Schaden. Ich weiß nicht noch. Wow, ich ziehe ja viel ab. Tackle, wie viel ziehst du ab? Bist du mal stärker als Confusion? Was? Ja, Funkensprung, schön. Schön, dass du das kannst. Interessiert niemanden. Plusle. Und da, Mr. Plus, Mrs. Pluser, da noch eine Beere. Toll. Man merkt, dass ich aggro bin. Hey. Vorher habe ich das Ding nie ernst genommen. Vorher nie. Super habe ich noch nie ernst genommen. Aber jetzt fällt es so langsam ernst nehmen. Vielen Dank, Zubat. Vor X-Bat habe ich schon großen Respekt. Natürlich habe ich da vor den Toren, wenn du jetzt Kritis bringst. Ich bring dich um, Plusle! Ich bring dich um! Nicht Plusle! Warte, was riecht denn da? Ich meinte, warum tust du mir das an? Plusle, warum tust du mir das an? Warum? Warum? Warum tust du mir das an, du Kleine? Hure. Komm hier, ich mach kurz einen Prozess, Restadero, komm. Eroas. Restadero. Ey, ernsthaft, jetzt haben wir schon zwei Tote. Einmal wegen so einem Scheiß, super. Und dann lese ich wegen diesem Hurensohn. Warum muss das Oh, geil, Headbutt. Will das bitte doch Zigzags trainieren, wenn es so weitergeht. Aber ey, er hat Headbutt. Center Attack geht weg. Schwer trainieren für den nächsten Part. Damit ich es noch schaffe, alle auf 20. Anders geht's nicht. Gisch, ich bin Level 11, nice. Bite. Warte, Bite ist 60 und physisch. Wir haben hier den Walzer.
Wir haben hier die Spikes. Ach, nice. Tarnsteine. Die Tarnsteine. Fucking Tarnsteine. Nice. Immerhin etwas. Chespin hat Tarnsteine. Was ich cool finde. Ich mag Tarnsteine. Genauso wie um meine Toxic Spike. Nicht! Bitte, nein! Wenn du jetzt das Blatt hier rumbringst, dann... Dann breche ich das Let's Play ab. Dann ist alles die Schuld eines Zubats, eines Minus und eines Pluses. Ja, toll. Interessiert mich nicht. Du hast so wenig Angriff, da juckt mich das gar nicht, Minun. Und außerdem gehorcht mir eh mein Restlerdiro aufs Wort. Ja, der Dane wäre schön. Schön für dich. Es war so klar, dass... Es war so klar, dass Blister noch krittet. Das war so klar. Ja, oh Mister. Ich bin Minun. Trifft selbstverständlich auch. Ey, jetzt darf ich noch jemanden beerdigen. Das ist super. Super Part. Toller Part. Ich werde nie... Werde jedes Mal, wenn ich diese... Wenn ich ein Plus oder ein Super zähle, dann werde ich schreiend wegrennen. Hört? Baby Doll Eyes. Okay, ich... Na so... ja, Baby Doll Eyes. Nein, danke. Chespin ist 12, nice. Chespin schon 13, ey. Geil. Chespin ist unser Nachwuchs für Hydropier. Und Starter... Warte, sag mir, dass da eine neue Route ist. Ja, das ist eine neue Route. Nice. Kann ich an den Trainern irgendwie mich vorbeimogeln? Und mit dem Zerschneider anscheinend. Okay, dann werde ich mal schnell Zigzags dem Zerschneider beibringen. Nice, wir haben noch Hoffnung. Ich will natürlich ein Tristadero beibringen. Obwohl, wäre das eine Pflanzenattacke, wäre das eine gute Step-Attacke für Chespin, aber nein. Natürlich ist er vom Typ nochmal. Ist klar. Tail Whip geht weg. Mann, ich werde für den nächsten Part trainieren, ey. Wenn ich nicht eine faule Sau bin, wie immer. Toll. Hier ist doch cool, langes... Hier ist doch hohes Gras, oder? Oder? Das alles nur für Bären. Das alles nur für Bären. Ich bin gerade nicht in Lust und Laune für Bären. Einfach... Okay, eine Aroma-Lady, die hat Pflanzen-Pokémon. Nein, nicht das Tox. Warum das Tox? Ich mag Pudox. Komm, Butterfree. Butterfree kann es regeln. Sind nur Pflanzen-Pokémon. Ja, und jetzt wird bestimmt wieder einer, wieder jemand draufgehen. Höchstwahrscheinlich bei meinem Glück. Vier Parts ohne ausgehalten. Okay, Roselia. Na, wäre cool, wenn wir sowas bekommen würden. Komm hier Confusion in deine Fresse. Voll Instinkt, egal. Ja, mir ist das jetzt egal. Mir ist die Vergiftung jetzt sowas von egal, liebes Roselia. Ja, du kriegst einen Windstoß in deine Fresse. Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Hä? Sag's mal. Sag's mir in meine Fresse. Sag's. Ach, bist du schon besiegt? Schade. Okay, verpiss dich. Danke. Okay, Level 18 für... Ey, wäre das cool, wenn er jetzt auf einmal... Oh, nee. Okay, Super Sonic. Super Sonic! Stimmt, Sonic ist ja auch super. Aber nein, danke. Super Sonic kann ich nicht gebrauchen bei dem guten Moveset. Momentan. Na gut, später wird er noch eine bestimmte bessere Flugattacke können. Und anstatt Konfusion. Udostless. Was ist denn das? Udostless. Ach so.
Ach so, das Gesichte. Nein, danke. Jetzt würde ich bei Zigzags in einem Geist-Pokémon drin bleiben. Ich bitte euch, Leute. Olafwiff. Was ist das für ein Name? Chespin ist schon 14, das ist nice. Chespin müsste sich an 2 Level entwickeln. Ich werde die Pokémon bis Level 20 trainieren. Egal, ob ich dann overlevelt bin oder nicht. Mir ist das dann sowas von egal. Komm, Restadero und Tentacool. Sagte Restadero und Tentacool. Komm, Restadero. Wir werden nicht mit... Mir egal, ob ich dann maßlos overlevelt bin oder nicht, bin ich Level 20 trainiere, aber... So, kommt. Wenn er nicht zum Hundgras, Liv und Amy. Nein! Nicht Brüche! Ich kann dich nie mehr sehen. Warum hat Game Freak euch eingebaut? Warum habt ihr... Existiert ihr? Warum? Komm hier. Alro ist ein Plusle und Er sieht auf... Beide. Acid Säure geht auf beide, das ist nice. Das ist der Stero! Wenn jetzt mein Kumpel ist, wenn du jetzt auf 10 packst. Nein! Warum? Warum? Das ist jetzt das zweite Pokémon, wo das Ding getötet hat. Mein halbes. Ich habe heute 3 Pokémon verloren. Nur wegen so einem Hurensohn. Das auf den Namen Plusle hört. Ich wollte es zwar vermeiden, aber hier, Zigzags. Komm, hilf mir. Hilf mir gegen diese Hurensöhne. Zum Glück hat er nicht noch Helping Hand gemacht. Der Plusle. Für mich nun. Komm, hier Level 24 for one. Was? Flying? Fling? Okay. Ach, Schleuder, nee, danke. Ey, jetzt brauchen wir jedes Pokémon, das wir kriegen können. Ey. Ich hasse Plusle. Jetzt bin 15, nice. Leech Seed, nice. Nur, was geht dafür weg? Ah, komm, mach mal Line Whip weg. Ist für seine einzige Step-Attacke, aber mir ist das sowas von egal. Ich brauch so nervige Attacken jetzt wie Leech Seed, also Egelsamen. Komm, Headbutt. Komm, ich werde mit Ristadiro Airoassen und dann mit ihm hier heilen. Komm, hier Super Potion. Ey, ich werde Plusle auf ewig hassen. Ich werde es jetzt sogar noch mehr hassen als Pikachu. Und Pikachu hat mir gar nichts getan. Das Ding schon. Toll. Aber hey, wenigstens hat Zigzags mal einen guten Job gemacht. Zigzags hat für einmal was Gutes gemacht. Toll, das ist spackend. Headbutt in die Fresse, los, Mann, und stirb. Ah, Leute, wisst ihr was? Ich werde offscreen zum Pokémon Center zurückrennen. Und wisst ihr was? Ich verabschiede mich für den Part. Mit so Pokémon kämpfe ich. Gegen so unfaire Dinger. Nämlich nicht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer Flammer, das ist Karl.